zum Thema bedingte Wahrscheinlichkeit. Wir führen das hier ein mit einem Beispiel. In einer Familie mit zwei Kindern ist das eine ein Junge. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das andere ein Mädchen? Hier haben wir Tendenz zu sagen, ja, 50%. Das andere Kind ist ja entweder ein Mädchen oder ein Junge, also 50-50. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt ein halbes. Das ist aber falsch. Denn hier steht nicht, dass das erste Kind ein Junge ist, sondern hier steht, dass ein Kind ein Junge ist. Wir modellieren das mit einem Baumdiagramm. Hier ist der Start. Bei der ersten Geburt ist das Kindchen entweder ein Mädchen oder ein Junge. Und das zu 50% Wahrscheinlichkeit. Wenn das erste Kind ein Mädchen ist, dann kann das zweite Kind wieder ein Mädchen sein oder ein Junge. Wenn das erste Kind ein Junge ist, dann kann das zweite Kind ein Mädchen sein oder wieder ein Junge. Wir haben also hier diese vier Ausfälle, die gleich wahrscheinlich sind. Der Ergebnisraum ist also die Menge, die diese vier Möglichkeiten enthält: Mädchen, 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 Junge, junge Mädchen und junge Junge. Nun wird aber hier gesagt, dass eins der Kinder ein Junge ist. Das bedeutet, dass wir uns in einer dieser drei Möglichkeiten befinden. Einer dieser drei Möglichkeiten. Hier sehen wir, bei diesen drei Möglichkeiten ist eins der Kinder ein Junge. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das andere ein Mädchen? Ja, das sind diese zwei Fälle auf insgesamt diese drei Fälle. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt also 2/3 und nicht ein halbes. Das nennt man eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass eins der Kinder ein Mädchen ist, wenn man weiß, dass das andere ein Junge ist, das ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit und man bezeichnet sie mit P von M, wenn J. Das P von M, wenn J wird also hier berechnet durch diese zwei günstigen Fälle auf diese drei möglichen Fälle. Das heißt, um diese bedingte Wahrscheinlichkeit zu berechnen, rechnen wir einfach die Mächtigkeit vom Schnitt, M geschnitten mit J, geteilt durch die Mächtigkeit der Bedingung J. Hier nochmal, wir rechnen die Mächtigkeit von M und J, das sind diese zwei, geteilt durch die Mächtigkeit der Bedingung, das sind diese drei. Die Wahrscheinlichkeit beträgt also 2/3. Diese Formel können wir noch etwas anders schreiben, indem wir Zähler und Nenner durch die Mächtigkeit vom Ergebnisraum teilen. So, der Bruch bleibt so erhalten. Warum machen wir das? Weil jetzt der Zähler die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt ist und der Nenner, das ist die Wahrscheinlichkeit von der Bedingung. Schreiben wir das mal so hin. Die Wahrscheinlichkeit von M, wenn J, ist also die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt, M geschnitten mit J, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung, J. Das können wir sofort verallgemeinern und sagen, die bedingte Wahrscheinlichkeit P von A, wenn B, das ist die Wahrscheinlichkeit von A, wenn B schon erfüllt ist. P von A, wenn B, das ist also die Mächtigkeit vom Schnitt geteilt durch die Mächtigkeit der Bedingung oder auch die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung. So ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit definiert. Wir halten diese Definition hier fest. Und betrachten jetzt dieses Zufallsexperiment. Wir haben hier eine Urne, die enthält drei rote und vier blaue Kugeln. Wir werden jetzt zwei Kugeln aus dieser Urne ziehen. Starten wir. Beim ersten Zug können wir entweder eine rote ziehen oder wir können eine blaue ziehen.
Die Wahrscheinlichkeit, eine rote zu ziehen, beträgt 3 günstige Fälle auf insgesamt 7 mögliche Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine rote zu ziehen, beträgt also 3/7. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine blaue zu ziehen, die beträgt 4/7. 4 günstige Fälle auf insgesamt 7 mögliche Fälle. Nehmen wir jetzt an, wir haben beim ersten Zug eine rote gezogen und legen die beiseite. Beim zweiten Zug können wir wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, hier beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, die liegt jetzt bei 2 günstigen Fällen auf insgesamt 6 Fälle, also bei 2/6. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, die liegt hier bei 4 günstigen Fällen auf insgesamt 6 mögliche Fälle, also 4/6. Jetzt legen wir die rote wieder zurück und stellen uns vor, dass wir beim ersten Zug eine blaue gezogen haben und legen die beiseite. Beim zweiten Zug können wir dann wieder eine rote oder eine blaue ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine rote zu ziehen, wenn man weiß, dass man beim ersten Zug eine blaue gezogen hat, die liegt jetzt bei 3 günstigen Fällen auf insgesamt 6 möglichen Fälle, also bei 3/6. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, wenn man weiß, dass man beim ersten Zug eine blaue gezogen hat, die liegt bei 3/6. So, wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese Wahrscheinlichkeit, die 4/6. Diese Wahrscheinlichkeit, das ist doch die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, wenn man weiß, dass man beim ersten Zug eine rote gezogen hat. Also ist diese Wahrscheinlichkeit eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, wenn man beim ersten Zug eine rote gezogen hat, ist also durch unsere bedingte Wahrscheinlichkeitsdefinition die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt dieser 2 Ereignisse geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung. Jetzt setzen wir diese Zahl, diesen Nenner, links rüber, dann wird er da multiplizieren. Und so sehen wir, um die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt zweiter Zug eine blaue und erster Zug eine rote zu berechnen, berechnet man die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Zug eine rote zu ziehen, mal die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Zug eine blaue zu ziehen, wenn man weiß, dass beim ersten Zug eine rote gezogen wurde. Das heißt also, um die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis zu berechnen, berechnen wir die Wahrscheinlichkeit von R1, das heißt 3/7, mal diese bedingte Wahrscheinlichkeit von B2, wenn R1. Das bedeutet also, um die Wahrscheinlichkeit von R1 B2 zu berechnen, brauchen wir nur vom Start bis zu diesem Ziel hin diese Wahrscheinlichkeiten miteinander zu multiplizieren. Kurz formuliert, längs eines Baumdiagramms werden Wahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert. Jetzt bestimmen wir die Wahrscheinlichkeit, nach diesen 2 Zügen 2-mal dieselbe Farbe erhalten zu haben. Das heißt, wir werden die Wahrscheinlichkeit bestimmen, R1, R2 oder B1, B2 zu erhalten. Das bedeutet, wir bestimmen die Wahrscheinlichkeit, R1 geschnitten mit R2 oder, also Vereinigung, B1 geschnitten mit B2 zu erhalten. Da diese 2 Ereignisse nicht gleichzeitig stattfinden können, ist ihr Schnitt leer, und da der Schnitt von diesem und diesem Ereignis leer ist, dürfen wir daraus schlussfolgern durch Kolmogorov 2,
dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung gleich ist zur Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit von dieser Vereinigung ist also durch Kolmogorov 2 gleich zur Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit von R1 geschnitten mit R2, die berechnet sich vom Start bis zu diesem Ziel, indem wir diese zwei Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren, also die Wahrscheinlichkeit von R1 geschnitten mit R2 beträgt 3 Siebtel mal 2 Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit von B1 geschnitten mit B2, die beträgt 4 Siebtel mal 3 Sechstel. Und diese zwei Wahrscheinlichkeiten müssen dann noch addiert werden. Und somit erhalten wir als Wahrscheinlichkeit, zweimal dieselbe Farbe gezogen zu haben, 3 Siebtel.